soll das denn? Was zum Teufel ist das? Das kommt doch bestimmt wieder von Steve. Steve, ich bin's, Liam. Sag mal, hast du in letzter Zeit nicht genug Scherze mit mir erlaubt? Wie zum Beispiel mit den Zwillingen von letzter Woche, hast du das schon wieder vergessen? Ja, wie, was soll ich meinen? Ich habe deine Box vor der Tür gefunden. Ja, ich werde die auf jeden Fall nicht aufmachen, nur dass mir dann irgend so ein Vieh ins Gesicht springt. Ja, ist schon klar. Du hast damit nichts zu tun, schon klar. Ja. Was ist, bleibt's bei morgen? Okay, dann sehen wir uns dann. Sag mal, was hast du vor, Steve? Verdammt! Das gibt's doch gar nicht. Komisch. Thank you.
Ah, hi, komm rein. Moin. Moin, wie geht's? Alles klar. Jawohl. Setz dich. Mein Gott, siehst du scheiße aus. Hast du zugenommen? Na, vielen Dank. Ich habe heute Nacht nicht gerade viel geschlafen. Was soll das schon wieder heißen? War die Kleine von letzter Woche da? Nee, nicht was du schon wieder denkst. Ich habe einfach schlecht geschlafen. Bisschen Kaffee. Ah, ja. Hier. Jo, danke schön. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und was ist los? Ich weiß nicht so recht. Ich hab dir doch von der Box erzählt, die vor meiner Haustür lag. Ach, die ominöse Box. Ja, was ist mit der? Das genau weiß ich ja nicht. Es war nichts dabei. Kein Brief, keine Nachricht, nichts. Erst habe ich ja gedacht, dass du was damit zu tun hast. Und wenn du was damit zu tun hast, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, es mir zu erzählen. Ich gebe zu, dass ich dir in letzter Zeit viel Streiche gespielt habe. Aber diesmal bin ich wirklich unschuldig. Und was ist drin? Ich habe keine Ahnung, ich krieg sie nicht auf. Das ist ja wohl ein Scherz. Kriegt der Bu jetzt die Box nicht auf? Nee, du verstehst nicht. Ich habe echt alles Mögliche versucht, sie aufzukriegen. Aber sie geht einfach nicht auf. Und es hört sich so an, als wären da irgendwie Münzen drin. Und deswegen wär's jetzt. Dann bring mal die Box her. Und die Box kriegst du nicht auf. Ja. Ich hab's ja doch gesagt. Ja, das ist schon komisch. Aber Geld scheint auch ganz drauf zu sein. Was? Also ich bin mir sicher, gestern hat sich so angehört, als wären da Münzen drin gewesen. Ist ja auch egal. Ich habe keinen Bock, meinen freien Tag in dieser Box zu verbringen. Lass uns lieber was anderes machen. Ich habe noch die Nummer von den Zwillingen. Die können wir doch anrufen, die waren doch richtig heiß. Na gut, lassen wir es mit der Box. Ich habe noch einen Sixer im Wohnzimmer. Das ist schon mehr nach meinem Geschmack. Ich war aber schon bewusst, dass es nur Glück war. Das nächste Mal mache ich das nicht so leicht. Du wirst mit dem Spiel sicher nicht geschlagen, ja, da bin ich mir sicher. Sehen wir uns nächstes Wochenende? Klar, können wir machen. Okay. Thank you.
Fuck. Hast du mal einen Euro für eine arme Sünde? Bitte? Ich habe was viel Besseres für dich. Hier. Und was soll das sein? Was ist das? Da gibt es bestimmt 10 Euro auf dem Flohmarkt dafür. Nimm es. Ich brauche jetzt einen Euro nicht für... Nimm es, das wird dir gefallen. Ja, danke schön. Und nun die neuesten Nachrichten aus der Region. Auf der Landstraße 45 wurde die Leiche eines ca. 50-jährigen Landstreichers gefunden. Die Polizei meldete, dass es sich um keinen Unfall handelte, sondern dass der Tote höchstwahrscheinlich ermordet wurde. Auf dem Mann ist mehrmals mit einem scharfen Gegenstand eingestochen worden. Von dem Täter fehlt bis jetzt jede Spur. Die Polizei warnt, dass der Täter vermutlich bewaffnet ist und als besonders gefährlich eingestuft wird. Und nun zum Wetter.
Was willst du von mir? Ha ha ha.